So Leute, Punkt 19 Uhr, los geht's. Wie ihr hier oben sehen könnt, trainieren wir heute ein bisschen wichtige Themen der B2-Grammatik. Und zwar, ich kann euch das ganz kurz schon mal zeigen, sind das folgende Themen. Tecamolo, also Satzstellung, Passiv, Perfekt und Präteritum, um zu, ohne zu, anstatt zu, Pronominaladverbien und Adjektivdeklination. Ja, wir machen zu jedem Thema, gebe ich euch ganz kurz eine kleine Erklärung oder ein, zwei Beispiele und dann machen wir direkt die Übungen. Ja, das heißt, das ist heute kein Erklärvideo, das ist ein Übungsvideo. So, bevor wir beginnen, ihr wisst ja sicherlich, dass ich noch einen B2-Kurs gerade auf YouTube mache hier. Ihr könnt da gerne noch mitmachen, wenn ihr hier auf Join klickt. Ja, also ich habe mir gerade Gedanken gemacht, die B2-Videos bleiben noch bis Ende März. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Prüfungstraining und dann beginnen wir so in 3 oder 4 Wochen beginnen wir mit C1. Ja, das heißt, wenn ihr euch jetzt anmeldet, könnt ihr noch den B2-Kurs wiederholen mit dem Prüfungstraining und könnt dann gleich bei C1 mitmachen. Ja, das ist die Idee. Also, wenn ihr euch noch anmelden möchtet, klickt ihr hier auf Join. Wie gesagt, dann gibt es den B2-Kurs. Der bleibt noch 1,5 Monate online oder fast 2 Monate. Und dann könnt ihr direkt noch bei C1 mitmachen. Ja? Kostet 15 Euro im Monat. Ja, ihr könnt das auch monatlich wieder kündigen. Und es gibt Hausaufgaben, Erklärungen, eine Facebook-Gruppe, Übungen und so weiter. Ja? Gut, okay. Dann nochmal herzlich willkommen an alle. Labidi, schön, dass du heute auch teilnehmen kannst. Ja? Wie gesagt, hier ist... Das ist ein bisschen komisch mit der Kamera. Hier ist nochmal das Thema, ja. B2-Grammatik trainieren. Genau, und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ne? So, hier seht ihr nochmal die Themen, falls ihr gerade reingekommen seid. Satzstellung, Passiv, Perfekt, Präteritum, um zu, ohne zu, anstatt zu, Pronominaladverbien. Ganz wichtiges Thema, ne? Auch für den B2-Test, für die Sprachbausteine, ja, da gibt es immer Pronominaladverbien, Adjektivdeklination, sowieso eines der wichtigsten Themen, ja, der deutschen Grammatik. Gut, Georgi, schön, dass du auch da bist. Ja. Also, ich hoffe, ihr seid bereit. Dann fangen wir an. Ja. So, hier nochmal ganz kurz eine kleine Mini-Erklärung zu Tecamolo. Ja, Tecamolo ist zum Thema Satzstellung. Die Frage ist, welche Information steht wo im Satz? Sagen wir, ich habe jetzt einen Satz mit heute, mit wegen des Wetters, mit schnell und mit zu Hause. Ja, dann ist die Frage, wann kommt was? Und zuerst kommt temporal, ja, zum Beispiel, ich gehe heute oder ich, ja, sagen wir mal, ich bleibe heute. Dann kommt kausal, warum? Wegen des schlechten Wetters. Dann kommt wie, alleine, und dann kommt wo, zu Hause. Ja, nochmal, ich bleibe heute, das ist die erste Position, dann wegen des schlechten Wetters 2, dann kommt modal, also wie, alleine 3, und dann kommt lokal, zu Hause 4. Ja, alle, die schon B2 gemacht haben, werden das kennen. Wenn ihr das nicht kennt, ist das kein Problem, dann könnt ihr vielleicht schon aus eurem Sprachgefühl entscheiden, welcher Satz ist korrekt. Denn ich zeige euch jetzt immer 3 Sätze und 2 davon sind nicht falsch, aber die sind nicht schön. Ja, und einer ist in dieser Tecamolo-Variante. Okay, wir schauen uns mal das erste Beispiel einfach an. Also, ich habe, bisschen kleiner noch, so, ja. Ich habe gestern zu Hause alleine einen Film gesehen. Ich habe gestern alleine zu Hause einen Film gesehen. Oder ich habe alleine gestern zu Hause einen Film gesehen. Welche Variante ist hier korrekt? Ja, was ist dieser Standard-Tecamolo-Satz? A, B oder C?
Fatima, das wird immer live gespeichert. Ne? Du kannst auf meinem Kanal gucken. Ich habe auch eine Playliste. Ja, das sind die ganzen Livestreams, die kannst du dir alle noch anschauen. Ja, sehr gut. Genau. Wir haben hier nämlich temporal, ne, die Frage wann. Und hier haben wir lokal. Ja? Diese beiden sind immer wichtig. Ob du in der Mitte jetzt kausal und modal kannst du auch tauschen. Das ist nicht ganz so wichtig. Ganz wichtig sind temporal und lokal. Ja, also dass wir am Anfang temporal haben und am Ende lokal. Und ihr seht hier auch Akkusativ. Akkusativ kann nach lokal stehen oder vor lokal. Das ist auch okay. Also ich könnte auch sagen, ich habe gestern alleine einen Film zu Hause gesehen. Auch das ist okay. Ja? Gut. Dann der zweite Satz. Ich habe ein Handy gestern meiner Freundin geschenkt. Ich habe gestern ein Handy meiner Freundin geschenkt. Oder ich habe meiner Freundin gestern ein Handy geschenkt. Welche Variante ist hier korrekt? A, B oder C? Ja, ich sehe also viele richtige Antworten und ein paar falsche. Ja, ich sehe ein paar Mal B. B ist nicht korrekt, weil wir hier Dativ haben, ja? Und das könnt ihr euch auch merken, das ist so eine zweite Regel, ja? Wir haben gerade gelernt, Temporal steht immer am Anfang, natürlich nach dem Verb. Ne? Wir haben das Subjekt ich, wir haben das Verb habe und jetzt geht es los. Das ist klar. Diese zwei Positionen sind mehr oder weniger fest, ja? Aber dann kommt temporal, dann, wie gesagt, kausal, modal, das kann man auch tauschen, das ist nicht ganz so wichtig. Und dann kommt lokal, ja? Und wenn wir dann noch Akkusativ haben, das kann vor oder nach lokal stehen. Ja? Das sind schon mal ein paar gute Regeln, die ihr euch merken könnt. Eine weitere gute Regel, die ihr euch merken könnt, ist, dass Dativ auch immer zuerst steht. Ja? So. Also, ich habe meiner Freundin gestern. Ja, das ist immer am schönsten. Auch hier gibt es ein paar Varianten. Die Satzstellung auf Deutsch ist nicht 100% fest, aber es gibt ein paar Regeln, die immer funktionieren und die bringe ich euch bei, ja, damit ihr etwas habt, womit ihr Sätze immer richtig machen könnt. Ja, okay. Also, ich habe meiner Freundin gestern ein Handy geschenkt. Ja, merkt euch das einfach, dass Dativ auch immer zuerst kommt. Ja. Und hier kann man das auch, also ihr könnt auch gestern und Dativ kann man tauschen. Ja, das ist so ein bisschen so wie Akkusativ und Lokal. Ja, also diese zwei hier könnte man tauschen. Ja. Und Dativ und Temporal kann man auch tauschen. Also ich kann auch sagen, ich habe gestern meiner Freundin. Ja, aber Dativ auf Position 1 ist fast immer am schönsten, ja? Okay? Gut. Dann nächstes Beispiel. Jetzt könnt ihr schon mal die eine Regel, die ich gerade erklärt habe, die könnt ihr hier benutzen. Ich erkläre ihr morgen die Grammatik, ich erkläre morgen ihr die Grammatik oder ich erkläre die Grammatik ihr morgen. Was ist hier korrekt? Oder was ist hier am schönsten? Ja, weil wie gesagt, bei der Satzstellung gibt es viele Varianten, aber es gibt meistens eine sehr, sehr schöne Variante. Ja, das ist auch die Variante, die die meisten Deutschen benutzen würden. Ja. Genau, das ist ja das, was ich gerade erklärt habe. Deswegen sehe ich im Chat auch nur richtige Antworten. Das ist schon mal super. Ja, da haben wir Dativ wieder auf Position 1. Ja. Ich erkläre ihr morgen die Grammatik. Ja. Ich erkläre morgen ihr die Grammatik. Ist auch okay, aber klingt schon wieder ein bisschen komisch. Ja? Das Problem ist, manchmal könnt ihr Temporal und Dativ tauschen, so wie hier. Ja? Und das klingt super.
Manchmal aber auch nicht. Das hier klingt zum Beispiel ein bisschen komisch. Das würden die meisten Deutschen so nicht sagen. Deshalb könnt ihr auf Nummer sicher gehen und macht einfach Dativ immer am Anfang. Dann habt ihr keine Probleme, weil das klingt immer super und das benutzen die meisten Deutschen auch so. Ja? Wichtige Regel, könnt ihr euch bitte merken. Ja? Gut. Dann, jetzt kommt der gleiche Satz nochmal mit einer kleinen Veränderung. Mal gucken, ob ihr das auch wisst. Ich erkläre ihr sie morgen, ich erkläre sie ihr morgen oder ich erkläre morgen ihr sie. Was ist jetzt richtig? Yusufi, einen B1-Kurs habe ich gerade nicht, nein. Was ist hier richtig? A, B oder C? Ja, gut, Leute. Sehr gut. Also ich sehe wieder fast nur richtige Antworten, ja? So, ich habe euch gerade erklärt, dass wenn wir Dativ haben, ja, dass Dativ eigentlich immer zuerst kommt. So, jetzt haben wir hier aber Dativ und das steht nicht zuerst. Warum? Weil wir hier noch Akkusativ haben. Das hier erklären sind Verben mit zwei Objekten. Ja, wenn wir Verben mit zwei Objekten haben, wie zum Beispiel erklären oder auch geben, ne, dann sagen wir, ich gebe meiner Mutter ein Glas Wasser. So, jetzt haben wir bei diesen Verben mit zwei Objekten, ne, wir haben zwei Objekte, einmal meiner Mutter und einmal ein Glas Wasser. Das sind zwei Objekte. Ja? Normalerweise haben Verben ja nur ein Objekt. Zum Beispiel, ich esse eine Pizza. Ein Objekt. Ich helfe meinem Bruder, auch ein Objekt. Aber es gibt auch Verben mit zwei Objekten. Und dann kommt zuerst Dativ und dann kommt Akkusativ. Aber wenn Akkusativ nicht das komplette Wort ist, sondern ein Pronomen, ja, zum Beispiel ein Glas Wasser, das Pronomen hier ist es, dann kommt Akkusativ vor Dativ. Das lernt man eigentlich in B1. Ja, das müsstet ihr vielleicht schon gelernt haben, vielleicht auch noch nicht. So. Fabian, danke für die kleine Spende. Danke, danke. Ja, also hier ist das genau das Gleiche. Ja, ihr seht hier, ich erkläre ihr, sorry, ja, ich erkläre ihr morgen die Grammatik. Da haben wir Dativ vor Akkusativ. Wenn Akkusativ aber ein Pronomen ist, so wie hier, ja, sie, das ist die Grammatik, dann tauschen sie die Plätze. Ja, ihr seht das hier in dem Beispiel nochmal ganz gut. Ich gebe meiner Mutter ein Glas Wasser oder ich gebe es meiner Mutter. Ja, so ist das leider. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber das gibt es in jeder Sprache. Ja, komplizierte und unnötige Grammatik. Klar. Gut, einen haben wir noch und dann kommen wir zu Passiv. Er freut sich seit ein paar Tagen schon sehr auf seinen Geburtstag. Oder er freut sich auf seinen Geburtstag seit ein paar Tagen schon sehr. Oder er freut sich schon sehr seit ein paar Tagen auf seinen Geburtstag. Was brauchen wir hier? Leute, ich sehe schon, dass wir gerade schon 600 Zuschauer haben, ja? Also ich glaube, das ist fast ein neuer Rekord. Wenn alle, die zuschauen, mir ein bisschen helfen wollen, dann klickt mal bitte kurz auf Like. Ja, ich träume schon lange davon, dass wir mal 1000 Zuschauer schaffen. Wir sind bei 600, vielleicht können wir das heute schaffen, ja? Ja, ich sehe jetzt hier einen bunten Mix. Lass uns mal schauen. Wir brauchen zuerst Temporal und Temporal ist das hier. Ja? Das hier ist Temporal. Er freut sich seit wann? Ja? Oder wie lange? Er freut sich seit ein paar Tagen.
Das hier ist Modal, wie, schon sehr. Und dann kommt auf seinen Geburtstag. Ja, und hier ist auch eine wichtige Regel noch zu diesem, zur Satzstellung. Wenn wir verben, ja, also A ist korrekt, ja, A ist richtig. Wenn wir Verben mit Präpositionen haben, Verben plus Präpositionen, die stehen immer so weit hinten, wie es geht. Ja, zum Beispiel, wenn ich habe, ja, nehmen wir wieder sich freuen hier, sich freuen auf, ja, oder nehmen wir vielleicht ein anderes Verb, sich ärgern über, sich ärgern über. Ja, dann kann ich sagen, ich ärgere mich über meinen Chef. So. Wenn wir jetzt noch weitere Informationen haben, dann machen wir die hier in die Mitte. Ja? Also ich ärgere mich seit gestern sehr über meinen Chef. Ja, dann habe ich noch zwei Informationen. Ne? So. Das heißt, die Präposition kommt auch in einem deutschen Satz so weit hinten wie möglich. Natürlich nicht immer ganz am Ende. Wenn ich zum Beispiel Perfekt habe, ich kann auch sagen, ich habe mich, schon lange sehr über meinen Chef geärgert. Wenn wir natürlich Perfekt haben, ja, es gibt ein paar Regeln, die sind einfach Standard. Ja, Partizip 2 steht natürlich am Ende. Aber ihr seht, dieses über meinen Chef steht dann so weit hinten, wie es geht. Wenn wir Modalverben haben, steht das zweite Verb natürlich auch am Ende. Wenn wir trennbare Verben haben, steht das trennbare Präfix natürlich auch am Ende. Ja? Das heißt, die Präposition steht nicht immer am Ende, aber so weit hinten, wie es geht. Okay? Gut. Dann kommen wir zum nächsten. Passiv Perfekt oder Passiv Präteritum. Ja, die Arbeiter bauten die neue Brücke. Das hier ist Präteritum. Also ist Passiv Präteritum, die neue Brücke wurde gebaut. Das heißt, Passiv Präteritum, wie funktioniert das? Wir haben wurde plus Partizip 2. Ja, also wurde plus Partizip 2. Die neue Brücke wurde gebaut. Dann haben wir Passiv Perfekt. Die Arbeiter haben die neue Brücke gebaut. Das ist jetzt perfekt. Dann haben wir die neue Brücke ist gebaut worden. Das heißt, wir haben sein plus Partizip 2 plus worden. In der Übung möchte ich jetzt, dass ihr die Sätze, die ihr seht, wenn das ein Satz im Präteritum ist, schreibt ihr den bitte im Passivpräteritum. Wenn das ein Satz im Perfekt ist, schreibt ihr den bitte im Passivperfekt. Okay? Gut. Kommen wir zum ersten Satz. Ja, das müsst ihr, jetzt müsst ihr den kompletten Satz schreiben. Also nicht nur ABC, ihr sollt jetzt bitte den kompletten Satz schreiben. So, los geht's. Ja, wer fertig ist, kann den Satz gleich schreiben. Ihr seht hier, wir haben hier perfekt. Also brauchen wir natürlich passiv perfekt. Ne? Nicht passiv Präteritum. Natürlich ist passiv perfekt und Präteritum gleich. Ja, das ist nur ein Stilunterschied. Ja? Aber die Bedeutung ist 100% gleich. Ja, gut. Okay. Also, richtig ist natürlich, wir haben hier alle Fahrgäste, das heißt, alle Fahrgäste. So, das ist das neue Subjekt, ne? Das ist immer so.
Ja, das hier ist Akkusativ. Das Akkusativobjekt im Aktivsatz wird zum neuen Subjekt im Passivsatz. Ja, das hier bleibt weg, das brauchen wir nicht. Also alle Fahrgäste und jetzt sind, weil das ist Plural, jetzt Partizip 2, ja, kontrolliert und worden. Zack, und schon haben wir den Satz im Passiv. Ja, nochmal zur Kontrolle. Sein plus Partizip 2 plus worden. Sind kontrolliert worden. Gut. Dann. Der Bundestag wählte gestern den Bundeskanzler. Wählte ist natürlich Präteritum. Das heißt, hier möchte ich jetzt Passivpräteritum haben. Und ihr wisst, das Akkusativobjekt wird das neue Subjekt. Ja, und dann einfach Passivpräteritum. Ich sehe das, viele haben das korrekt gemacht. Ne? Hanan, ich habe deine Frage nicht gelesen. Also musst du noch mal fragen, ne? Ja, Hanan, bei so einem Übungsvideo am Sonntag, ne, das ist immer ein bisschen schwierig. Also wenn du eine Frage hast, dann schreib mir am besten auf Facebook oder so, ja? Ja, super Leute, genau. Das heißt, hier haben wir jetzt Akkusativ. Und weil das zum neuen Subjekt wird, brauchen wir natürlich Nominativ. Das heißt, wir haben nicht den, sondern wir haben der. Also der Bundeskanzler. So, und jetzt ganz einfach wurde, das haben wir gerade gelernt, und jetzt Partizip 2 von wählen, gewählt. Fertig. Schon haben wir einen super schönen Passivsatz. Ja, der stilistisch einfach viel schöner ist als der Aktivsatz. Ja, einfach wurde plus Partizip 2. Nicht so schwer. Dann 3. Hast du die Arbeit schon erledigt? Ja, hast du die Arbeit schon erledigt? Jetzt haben wir eine Frage. Das heißt, wir müssen mit dem Verb beginnen. Und wir haben hier natürlich perfekt. Hast erledigt. Ja, erledigen ist sowas wie fertig machen. Also hast du die Arbeit schon fertig gemacht, könnte man auch sagen. Das ist genau der gleiche Satz. Leute, vielen Dank für, ich glaube, über 600 Likes schon, ja? Und über 600 Zuschauer. Danke, danke. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich hoffe, ihr lernt auch alle jede Menge. Hast du die Arbeit schon erledigt? Achso, Hanan, wir machen jetzt gerade bei dem Stream noch B2, das habe ich am Anfang erklärt, und dann beginnen wir mit C1. Das heißt, wenn du dich jetzt anmeldest für den Stream, dann kannst du noch die B2-Videos schauen bis Ende März und in circa 3, 4 Wochen beginnen wir mit C1. Ja? Fahi, sehr schön. Anni auch super. Ja, genau. Denk daran, dass es eine Frage ist. Also beginnen wir mit dem Verb. Ist die Arbeit schon erledigt worden? Ja? Schöner Satz. Hast du die Arbeit schon erledigt? Ist okay, aber ist die Arbeit schon erledigt worden? Wow. Ja, klasse. Und auch wieder ganz einfach. Hier haben wir Passiv. Ist erledigt worden. Ja? Sein plus Partizip 2 plus worden. Ja, und das alte Subjekt nehmen wir natürlich nicht mit. Könnten wir, aber das lassen wir raus. Ja? Gut, Gabriela auch sehr schön, super. Okay, einen haben wir noch. Dann kommen wir zu um zu, ohne zu, anstatt zu. Also, die Polizisten erschossen den Kriminellen. Ja, ich weiß nicht, erschossen ist Präteritum von erschießen. Ja, und das ist jemanden erschießen. Das heißt,
Wenn ich schieße und die Person, die ich treffe, stirbt, dann sagen wir erschossen. Ja, ansonsten, wenn die Person nicht stirbt, ist das Verb anschießen. Ja, dann kann man sagen, die Polizisten haben ihn angeschossen. Das heißt, er wurde getroffen, aber er ist nicht tot. Ja, das ist der Unterschied zwischen anschießen und erschießen. Hanichu, ganz genau. Ja, die B2-Videos für die Mitglieder bleiben bis Ende März. Ja. Super, Leute. Sehr gut. Ganz genau. Der Kriminelle wurde erschossen. Ja, das wisst ihr vielleicht nicht, wie ist Partizip 2 von erschießen. Gut. Ja, das ist auch kein Verb, was man jeden Tag benutzt. Aber jetzt wisst ihr das. He? Auch wieder, die Polizisten erschossen den Kriminellen. Schöner Satz, der Kriminelle wurde erschossen. Mama mia. Ja, also wenn ihr so eine Sätze schreiben könnt, dann habt ihr keine Probleme mehr. He? Gut, kommen wir zum nächsten Thema und das ist um zu, ohne zu, anstatt zu. Also er arbeitet hart, er möchte viel Geld verdienen. Diese beiden Sätze können wir kombinieren mit um zu. Er arbeitet hart, um viel Geld zu verdienen. Er hat den Drucker repariert, er hat kein Geld verlangt. Das heißt, er wollte kein Geld dafür. Ja? Also er hat den Drucker repariert, ohne Geld zu verlangen. Und das letzte Beispiel, sie blieb lieber zu Hause, sie ging nicht zur Party. Das können wir kombinieren mit anstatt zu. Sie blieb lieber zu Hause, anstatt zur Party zu gehen. Okay? Gut, dann, hier müsst ihr jetzt wieder nur sagen, A, B oder C. Womit können wir diese beiden Sätze verbinden? Mit um zu, ohne zu oder anstatt zu? Er geht einkaufen und er hat kein Geld dabei. A um zu, B ohne zu oder C anstatt zu. Juan, wenn wir Dativ haben, bei Passiv, Dativ bleibt Dativ. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, alle helfen ihm, dann ist das im Passiv, ihm wurde geholfen. Ja, das heißt, Akkusativ wird zum neuen Subjekt, aber Dativ bleibt Dativ. Okay? Aber mit Dativobjekten bilden wir auch selten Passiv. Aber es geht. Ja, es ist nicht unmöglich. Aber selten. Ne? Genau, richtig ist natürlich B. Ja? Und zwar, er geht einkaufen, ohne Geld dabei zu haben. Ja, so ist das richtig. Ja? Ohne Geld dabei zu haben. Ja, ich habe kein Geld dabei, das heißt Geld bei mir. Ja? Das könnt ihr auch gerne, also das braucht man oft. Ja? Ich kann auch sagen, ich habe mein Handy nicht dabei. Oder ich habe kein Geld dabei. Das heißt, ich habe das jetzt nicht hier bei mir. Ja, vielleicht liegt das zu Hause oder im Büro, aber bei mir habe ich das nicht. Ja, ist super praktisch. Ja? Ihr könnt auch, so könnt ihr auch Fragen stellen. Zum Beispiel, ihr fragt euren Freund, hast du Geld dabei? Oder hast du dein Handy dabei? Ja, dann kann der Freund sagen, ja, ich habe mein Handy dabei. Brauchst du es? Ja? Gut, Nummer zwei. Er hat den neuen Job bekommen, er hat nicht viel Erfahrung. Wie können wir den Satz kombinieren mit um zu, ohne zu oder anstatt zu? Dejan, das B2-Material bleibt bis Ende März. Ja? Dann haben wir schon circa einen Monat mit C1 begonnen und dann nehme ich das raus. Ne? So habe ich das damals bei B1 auch gemacht. Der Chem ist der Kriminelle, weil das den Kriminellen ist nicht Plural. Ja, das ist N-Deklination. Das war eine Person.
Kann sein, dass du das von der Grammatik jetzt noch nicht verstehst, aber das Thema N-Deklination kommt in B2. Ja, ich verstehe, du denkst, weil da ein N am Ende ist bei Kriminellen, dass das Plural ist, aber das ist Singular, ja? Und genau richtig ist B. Ja, er hat den neuen Job bekommen, ohne viel Erfahrung zu haben. Nochmal, er hat den neuen Job bekommen, ohne viel Erfahrung zu haben. Nummer 3, er bleibt lieber ledig, er heiratet nicht seine Freundin. Um zu, ohne zu oder anstatt zu. Hey Zeynep. Ja, Zeynep, wenn du den B1, den B2-Kurs meinst, du kannst dich wie gesagt gerne noch anmelden. Ne? Ich habe hier nochmal, ja, ihr seht ja dieses Join unter meinen Videos. Wenn ihr vom Handy zuguckt, es kann sein, dass man das auf dem Handy nicht seht. Dann probiert es am Laptop oder PC, da seht ihr das garantiert und da könnt ihr euch ganz einfach anmelden. Ne? Wie gesagt, das kostet 15 € im Monat. Und ganz genau, hier ist anstatt zu richtig. Er bleibt lieber ledig, anstatt seine Freundin zu heiraten. Nochmal, er bleibt lieber ledig, anstatt seine Freundin zu heiraten. Nummer 4. Herr Schmidt geht zum Bürgeramt, er möchte seinen Pass verlängern lassen. Um zu, ohne zu oder anstatt zu. Zeynep, du brauchst keine Bankverbindung, das läuft über YouTube. Ja? Du musst dich über YouTube anmelden. Ja, ganz genau, das ist natürlich um zu. Ja? Ja, die Frage hier ist, wozu macht er das? Was ist sein Ziel? Herr Schmidt geht zum Bürgeramt, um seinen Pass verlängern zu lassen. Oder man kann auch sagen, um seinen Pass zu verlängern. Ja, verlängern zu lassen, zu verlängern, das ist beides ungefähr gleich. Ja? Dann, die Familie fliegt nach Spanien, sie möchte ein bisschen entspannen und Urlaub machen. Um zu, ohne zu oder anstatt zu. Zeynep, wie gesagt, du brauchst keine Bankdaten, du musst dich über YouTube anmelden. Das geht leider nicht. Wenn du dich nicht über YouTube anmeldest, bist du kein Mitglied und dann kannst du die Videos nicht sehen. Ja? Leider funktioniert das so nicht. Also die Familie fliegt nach Spanien, sie möchte ein bisschen entspannen und Urlaub machen. Genau, hier braucht man auch um zu, ja, das ist klar. Also auch wieder, wozu machen Sie das? Was möchten Sie? Was ist Ihr Ziel? Ja, die Familie fliegt nach Spanien, um ein bisschen zu entspannen und Urlaub zu machen. Zweimal zu, ja? Wir haben ja zwei Verben. Also um ein bisschen zu entspannen und Urlaub zu machen. Und einen haben wir noch. Dann kommen Pronominaladverbien, ne? Darauf, damit, dazu. Er macht lieber eine Ausbildung, er studiert nicht. Um zu, ohne zu oder anstatt zu. Was brauchen wir hier? Manjula, meinst du hier die Sätze, die wir gerade machen? Ja, das ist nicht so schwer. Hä? Das gibt es auch in den meisten Sprachen. Ne? Auf Englisch gibt es das auch. Um zu ist in order to, ohne zu ist einfach without und anstatt ist einfach instead. Ne? Also das ist auch nicht so, das ist mehr logisch, als dass du viel denken musst. Hä? Und richtig ist hier natürlich C, ganz genau. Er macht lieber eine Ausbildung, anstatt zu studieren.
Nochmal, er macht lieber eine Ausbildung, anstatt zu studieren. Ja, aber diese Sätze sind auch sehr, sehr schön. Ja, die klingen sehr schön. Ja, also wenn ihr die zum Beispiel sprechen könnt in der B2-Prüfung oder ihr beim Briefeschreiben einen Satz schreiben könnt, ist das super. Und was beim Briefeschreiben auch noch super ist, sind Pronominaladverbien. Ja, zum Beispiel, was hältst du davon, wenn wir heute ins Kino gehen? Ja, was hältst du davon heißt, was denkst du? Hä? Natürlich unterstütze ich dich dabei, einen neuen Job zu finden. Man könnte auch sagen, natürlich helfe ich dir dabei. Ja, da muss man natürlich wissen, dass unterstützen und helfen mit beigeht. Ja, und halten geht mit von. Okay, dann schauen wir mal. Das erste Beispiel ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, das kennt ihr schon aus B1. Es hängt Punkt, Punkt, Punkt ab, wann ich Zeit habe. Was brauchen wir hier? Ja, wir suchen jetzt dieses Da-Wort. Ne? Vielleicht kann ich die noch mal ein bisschen größer machen. Ne? Was brauchen wir hier? Ja, gut, 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 gut. Genau, es hängt davon ab, wann ich Zeit habe. Ja, das ist zum Beispiel, wenn du mich fragst, Benjamin, wann kannst du mir helfen? Dann sage ich, es hängt davon ab, wann ich Zeit habe. Ja, das ist auf Englisch, ist das it depends on. It depends on. Ja, wer von euch gut Englisch kann, es hängt davon ab. Auch total wichtig, das brauchen wir super oft. Gehen wir morgen schwimmen? Es hängt davon ab, wie das Wetter wird. Kommst du morgen mit auf die Party? Es hängt davon ab, wie viel ich arbeiten muss. Gehen wir morgen ins Restaurant? Es hängt davon ab, ob ich Hunger habe. Ja, also das ist super praktisch. So, ich dachte eigentlich. Ein bisschen größer. Gut. Dann passen die Ohrringe. Hier brauchen wir jetzt nur die Präposition. Ja? Passen die Ohrringe, Punkt, 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 meinem Outfit? Ja, die passen super. Und dann kommt das Pronominaladverb. Das heißt, hier die Präposition und hier das Pronominaladverb. Ja, ist natürlich die gleiche Präposition bei beiden. Ne? Ja, Chemist, ich sehe schon. 670. Vielleicht schaffen wir noch 700. Ich glaube, mein Traum von 1000, der muss noch warten. Ja? Ist auch okay. Ja? Ja, also nochmal an alle. Vielen Dank. Ja, das sind, also so viele Zuschauer hatte ich schon lange nicht mehr. Ja? Das sind fast 700 Zuschauer und über 700 Likes. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Ja? Pronominaladverb. Genau. Passen die Ohrringe zu meinem Outfit? Ja, die passen super dazu. Ja, und passen zu bedeutet, sieht das gut zusammen aus? Das ist eine Frage, die Frauen fragen würden. Ja, passen die Ohrringe zu meinem Outfit? Gut. Dann das nächste, Nummer 3. Ich bin total überzeugt, Punkt, 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 dass du die Prüfung bestehst. Ja, überzeugt sein heißt, ich bin mir sicher. Ja, ich bin total überzeugt, dass du die Prüfung bestehst. Ja, ich sehe es. Wir haben die 700 geschafft, hä? Anna. 700 Zuschauer. Herzlich willkommen an alle. Danke, dass ihr da seid. Hä? Genau. Und richtig ist davon. Ne? Ja, ich bin total überzeugt davon, dass du die Prüfung bestehst. Ja, das ist das Gleiche, könnte man auch sagen, wie ich bin mir sicher.
Komma das. Ja, und dann könnt ihr alles sagen, ne? Ich bin mir sicher, dass es gleich regnet. Oder ich bin überzeugt davon, dass es gleich regnet. Ich bin mir sicher, dass du den Job bekommen wirst. Ja, du hast ein Interview. Ich bin mir sicher, dass du den Job bekommen wirst. Oder ich bin total überzeugt davon, dass du den Job bekommen wirst. Ja, ich bin mir sicher, das ist vielleicht so A2, B1 Niveau und das hier ist dann gleich direkt B2 Niveau. Gut, dann Nummer 4. Du solltest Punkt, Punkt, Punkt nachdenken, was du mit deinem Leben machen willst. Welches Pronominalverb brauchen wir hier? Ja, ihr müsst jetzt denken. Nachdenken geht mit welcher Präposition? Ja, nachdenken, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Niasa ist auch richtig. Ich bin mir sicher, dass sie verheiratet sind. Feng Meng, das geht auch, ja. Wenn es schon einen Kontext gibt, ja, wenn du etwas sagst, dann kann ich sagen, ja, ich bin total davon überzeugt. Aber wir müssen ja wissen, was bedeutet davon. Also brauchen wir einen Kontext. Ne? So. Wenn du zum Beispiel im Fußball sagst, Deutschland spielt gegen Brasilien und du sagst, ja, Deutschland gewinnt hundertprozentig, dann kann ich sagen, ja, ich bin total davon überzeugt. Und davon bedeutet denn, dass Deutschland gewinnt. Ne? Und hier sehe ich auch sehr viele richtige Antworten. Super Leute, nachdenken über. Also du solltest darüber nachdenken, was du mit deinem Leben machen willst. Ja, das sollten wir alle. Was wollt ihr mit eurem Leben machen? Dann Nummer 5. Ich habe mich echt schnell, Punkt, 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 gewöhnt, morgens immer früh aufzustehen. Was brauchen wir hier? Almir, liebe Grüße zurück. Was brauchen wir hier? Ich habe mich echt schnell, Punkt, 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 ja, sich gewöhnen. Welche Präposition? Manjola, sehr schön. Genau. Daran. Ich habe mich schnell daran gewöhnt, morgens immer früh aufzustehen. Dann vier haben wir noch und dann kommt noch ein bisschen Adjektivdeklination und dann sind wir fertig. Kennst du dich Punkt, Punkt, Punkt aus? Ja, das Verb ist sehe ich aus. Trennbar, ne? Sich auskennen. Welche Präposition brauchen wir hier? Sam, der C1-Kurs beginnt in 3 Wochen, 4 Wochen, ja? Aufzustehen, habe ich einen Fehler gemacht? Ach ja. Wer war das hier? Harut, he? Danke, Harut, ja. Gut, Leute, das ist also nicht so einfach, aber ich sehe hier sehr viele gute Antworten, ja. Kennst du dich damit aus? Ne? Sich auskennen mit. Das ist so ein bisschen, kann man sagen, wie Ahnung haben von. Ja, zum Beispiel, ich kann sagen, ich kenne mich sehr gut mit der deutschen Grammatik aus. Ja, ich habe Ahnung von der deutschen Grammatik. Oder ich kann dich fragen, kennst du dich gut mit Technik aus? Kennst du dich gut mit Computern aus? Das heißt, verstehst du das? Kannst du das gut? Ja, das ist sich auskennen mit. Dann, na klar, ich habe mich schon Punkt, Punkt, Punkt erkundigt. Welches Da-Wort brauchen wir hier? Sich erkundigen. Dann kann ich auch nochmal das Verb schreiben. Ne? Sich erkundigen. Was brauchen wir hier? Ja, Hanan, bis Ende März bleibt der B2-Kurs online. Ne? Die Videos sind ja schon fertig. Die könnt ihr euch dann angucken bis Ende März. Aber wir beginnen schon vorher mit C1. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt, könnt ihr B2 wiederholen. Und C1 mitmachen. Ja? Also, wenn das kein guter Deal ist, ja? Für 15 € im Monat. Ja?
Sehr gut, Leute. Ich habe mich schon danach erkundigt. Ne? Sich erkundigen nach. Ganz genau. Dann drei haben wir noch. Er hat sich Punkt, Punkt, Punkt spezialisiert, Wohnungen an reiche Menschen zu verkaufen. Ja, das ist sich spezialisieren und dann Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sich spezialisieren heißt, das machen Ärzte zum Beispiel auch. Hä? Ärzte machen ein ganz normales Medizinstudium und dann spezialisieren sie sich. Ja, der eine macht zum Beispiel Hautarzt, der andere macht Hals-Nasen-Ohrenarzt, der andere wird Hausarzt. Das ist dann eine Spezialisierung. Hä? So. Und natürlich kann man sich auch Punkt, Punkt, Punkt spezialisieren. Wohnungen an reiche Menschen zu verkaufen. Das heißt, er macht nur das. Das ist seine Spezialität. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich sehe auch, Anni hat das zum Beispiel korrekt gemacht. Ja? Pavkov auch. Linda auch, genau. Also darauf. Ja, das Richtige ist, sich spezialisieren auf. Ja, er hat sich darauf spezialisiert, Wohnungen an reiche Menschen zu verkaufen. Dann Nummer 9. A fragt, hat dir der Film gut gefallen? B sagt, ja, ich war Punkt, 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 echt total begeistert. Und das ist begeistert sein, nicht sind, sein. Welche Präposition oder welches Pronominaladverb brauchen wir hier? Ja, Regina, das. Aber klar, wenn es viele machen, ist das ist gut für alle, ja? Win-win, win-win-win. Also ich glaube, wir haben auch einen neuen Like-Rekord, ja? Ich glaube, einen neuen Zuschauerrekord. 780 hatte ich auch noch nie und 800 Likes, Leute. Danke dafür, ja? Danke, danke. Genau. Und hier sehe ich also zumindest so 50% richtige Antworten davon. Ne? Begeistert sein von. Gut, dann haben wir noch ein und dann kommt Adjektivdeklination und dann sind wir fertig. Ne? Ich habe mich Punkt, Punkt, Punkt verlassen, dass du mir hilfst. Leider hast du mich schon wieder enttäuscht. Sich verlassen. Ja, dieses Verlassen hier bedeutet nicht, dass ich sage, ich verlasse mein Land, ja, oder ich verlasse die Schule, ja, dass ich weggehe. Das hier ist etwas anderes. Sich verlassen, Punkt, 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 bedeutet, wenn du mir sagst, dass du mir hilfst und ich glaube dir, dann ist das ein bisschen wie sich verlassen, ja, mit der Präposition, die fehlt natürlich noch, ja. Und richtig ist, ich habe mich genau darauf verlassen. Sich verlassen auf. Ja, ich habe mich darauf verlassen, dass du mir hilfst. Das heißt, ich habe dir geglaubt. Ja, du hast gesagt, du hilfst mir, ich habe das geglaubt. Aber du hast mich schon wieder enttäuscht. Ja, enttäuscht ist to disappoint. Ja, das heißt, du bist nicht gekommen. Du hast mich schon wieder enttäuscht. Okay? Dann, letztes Thema. Adjektivdeklination. Trotz des schweren Studiums arbeitet er noch nebenbei. Und hier zeige ich euch kurz nochmal aus meinem B1-Stream eine kleine, oder eigentlich auch aus dem B2-Stream, ja? Nochmal eine kleine Tabelle. Hier. Ups, vielleicht ein bisschen kleiner. So, hier seht ihr das nochmal. Wenn wir diese Artikel haben, ist die Adjektivendung en. Wenn wir diese Artikel haben, ist die Adjektivendung e. Und wenn wir den Artikel haben, kann es es oder er sein. Ja, ein paar Beispiele. Ich sehe den alten Mann. Ich spreche mit dem alten Mann. Ich spreche mit der schönen Frau. Ich habe einen großen Tisch. Der große Mann, die große Frau, das große Haus.
oder auch Nullartikel Plural, ja, große Häuser oder eine schöne Frau. Ein großes Haus, das Haus. Ein großer Mann, der Mann. Aber was ihr euch hier merken könnt, schaut mal. Dieser Artikel, der, die, das und eine. Da kann man sagen, das sind alles Standardartikel. Die sind nicht verändert. Die sind im Normalzustand. Diese Artikel hier oben sind alle verändert. Ja, wir haben hier den, dem, des, einen, einem. Das heißt, man kann sagen, wenn wir einen veränderten Artikel haben, ist die Adjektivendung immer en. Das ist eine kleine Mini-Regel, die euch total viel helfen kann. Ja? Schauen wir mal, wie das klappt. Hä? Zurück zum Kurs. Hier. Ups, ein bisschen weiter oben. Erstes Beispiel. Siehst du auch die hübsch Punkt 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 Frau da hinten? Ja, da hinten. Ne? Siehst du auch die hübsche Frau, hübsch, ups, hübsch Frau da hinten? Jetzt habe ich es vielleicht gerade gesagt, ne? Niasa, kein Problem. Ne? Ja, danke, dass du das sagst. Genau, und die richtige Endung ist natürlich E. Ne? Wir haben die hübsche Frau. Ja, das habe ich ja gerade erklärt. Ne? Der, die, das, Endung E. Dann jetzt aufpassen. Ich habe gestern die schönen Stühle gekauft, von denen du mir erzählt hast. Jetzt haben wir wieder die, aber ist das das gleiche die? Welche Endung brauchen wir hier? Genau, hier brauchen wir natürlich EN. Warum? Wenn wir nochmal auf die Tabelle schauen, die ich euch gerade gezeigt habe, seht ihr, dass die Plural die Endung EN macht und die Singular E. Also die schöne Frau, aber die schönen Frauen. Okay? Gut. Ach komm. Dann Beispiel Nummer 3, 2, 3, genau. Viele Punkt, 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 Freunde oder viele gut Freunde von mir waren auch auf der lustig Punkt, Punkt, Punkt Party. Hier gebe ich euch einen Tipp. Schaut mal, ist das hier Nominativ oder Dativ? Und das hier oben ist relativ einfach, weil das ist ein bisschen wie Flow, ja? Viele gut. Na, Sadi, genau. Bis Ende März müsst ihr die B2-Streams wiederholen. Ganz genau. Genau, also viele gute, ja, das ist so ein bisschen einfach, ja? Weil das ist einfach so viele gute. Das ist wie eine schöne. Und das, der hier ist nicht Nominativ, sondern Dativ und deshalb ist die Endung natürlich en. Ja? Der Nominativ e, ja, der große Mann. Der Dativ en mit der großen Frau. Dann Nummer 4. Ich habe gestern zwei groß Punkt 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 Tische gekauft. Wie ist das, wenn wir hier eine Zahl haben? Was brauchen wir hier?
Ja. Na, das ist vielleicht so 50-50. Die Antwort ist, das ist einfach E. Ja, das heißt, wenn wir eine Zahl haben und das ist Akkusativ, ist das E. Zwei große Tische. Wenn das Dativ ist, zum Beispiel, ah, das kommt auch später noch, ja. Wenn das Dativ ist, ist das nicht E. Ja, so viel sage ich schon mal, ja. Von einigen gut, Punkt, 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 Lehrern habe ich wirklich viel gelernt. Ja, wenn ihr jetzt nicht wisst, wie funktioniert die Adjektivdeklination nach zum Beispiel Zahlen wie 2, 3 oder nach viele, einige, manche, dann hättet ihr bei meinem B2-Stream mitmachen müssen, weil da haben wir das natürlich gelernt. Ja? Also auch die Mitglieder, die das jetzt noch nicht so gut im Kopf haben, wiederholt nochmal den Stream zum Thema Adjektivdeklination, ne, und macht die Hausaufgaben. Ja, dann habt ihr damit keine Probleme mehr. Und hier ist das aber genauso, das ist auch relativ einfach. Das ist so ein bisschen wie bei dem Beispiel davor, einigen guten. Ja, das ist eigentlich ganz einfach, ne? Einige oder viele oder manche. Dann ist die Endung einfach auch E, ja? Einige gute, viele gute, manche gute. Aber wenn wir Dativ haben, einigen oder vielen oder manchen, dann ist die Endung ganz einfach en. Mit einigen guten, mit vielen guten, mit manchen guten. Ne? Gut, dann Nummer 6. Er trifft sich heute mit zwei net Arbeitskollegen. Und denkt daran, wenn das eine Zahl mit Akkusativ ist, ist die Endung E. Wenn das eine Zahl mit Dativ ist, ist die Endung. Mit zwei net. Ja, genau, mit zwei netten. Ja, das ist auch wieder mit Zahlen, ne? Wenn wir Zahlen haben, Zahlen im Akkusativ, dann ist die Endung E. Wenn wir Zahlen im Dativ haben, dann ist die Endung EN. Ja, wir haben hier mit Dativ. Ja, mit geht mit Dativ, also mit zwei netten. Ja, aber zum Beispiel im Akkusativ, ich habe zwei große Tische. Ja, das ist ein Akkusativ. Ja? Dann ist die Endung nur E. Nicht so schwer. Dann Nummer 7. Das habe ich gerade erklärt. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Sie hat viele Altkleidungsstücke weggeschmissen. Ja, in den Müll geschmissen. Das ist wegschmeißen. Ja, das ist auch wieder der gleiche Flow, was ich euch gesagt habe. Viele alte. Ja, ganz einfach. Ja? Dann, jetzt haben wir drei. Was isst du lieber? Eine Schafsuppe, ein lecker Schnitzel oder einen Großdöner? Drei Endungen. Ja, schreibt ihr einfach alle drei hintereinander, hein? Dann sehe ich das. Ja, das ist schon mal richtig. Eine scharfe Suppe ist ja auch ganz einfach. Hein? Dann ein lecker Kamiran, sehr schön, super. Marco auch, sehr schön. Ein leckeres Schnitzel, genau, weil es ist das Schnitzel.
Und dann einen großen. Das ist wieder einfach. Ne? Gut, zwei haben wir noch, dann sind wir fertig. Jetzt ein Genitivbeispiel. Aufgrund seiner langjährig Punkt, Punkt, Punkt Erfahrung hat er den gut bezahlt Punkt, Punkt, Punkt Job bekommen. Ja, langjährig heißt viele Jahre. Ja, das heißt, er hat viele Jahre Erfahrung. Und aufgrund ist eine Alternative für wegen. Ja, man kann auch wegen sagen. Wegen seiner langjährig Punkt, Punkt, Punkt Erfahrung. Sehr gut. Ja, nach Genitiv kommt auch immer en, also wegen seiner langjährigen Erfahrung. Und natürlich haben wir hier den, das ist ein veränderter Artikel, also Endung en. Ja. So, dann kommen wir zum letzten Beispiel. Und für das letzte Beispiel sind wir nochmal über 800 Zuschauer. Ja. Das ist natürlich ein super Abschluss. Nochmal Genitiv. Trotz des verantwortungsvoll Punkt, Punkt, Punkt Jobs, findet Herr Schmidt genug Zeit für seine Kleinfamilie? Was brauchen wir hier für zwei Endungen? Trotz des verantwortungsvoll. Ja, Manjola, sehr schön. Genau. Trotz des Verantwortungsvollen, das ist wieder Genitiv, also en. Und hier haben wir seine, das ist wie eine, also ist die Endung natürlich e. Ja? So. Ja, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr das Video später anschaut, notiert euch nochmal diese Tabelle hier. Ja, das ist eine Tabelle, mit der ihr 90% von Adjektivdeklination machen könnt. Ja? Ja, und wenn ihr noch mehr davon wollt, wie gesagt, ihr könnt euch gerne noch anmelden für meinen B2-Stream. Ja, wir beginnen bald mit C1. Alle Videos sind da. Es gibt viele Übungen, viel mehr als heute. Es gibt viele Erklärungen. Ja, am Donnerstag ist der Stream immer. Wir nehmen uns 1,5 Stunden Zeit. Ja, das heißt, ich erkläre jedes Thema ganz genau. Dann machen wir Übungen dazu. Zu jedem Stream gibt es Hausaufgaben von mir selbst geschrieben. Und ja, Prüfungstraining machen wir auch, jetzt gerade für B2. Also wenn ihr da noch mitmachen möchtet, meldet euch an. Das war ein super Stream, Leute. Wir haben über 900 Likes, das hatte ich noch nie. Wir hatten über 800 Zuschauer, das hatte ich auch noch nie. Ja, mein Traum ist ja noch 1000, aber das dauert vielleicht noch ein bisschen. Ja, das ist auch okay. Also Leute, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt heute und euch hat das Spaß gemacht. Das war ein langer Stream heute. Normalerweise mache ich so 30, 40 Minuten. Jetzt haben wir eine Stunde gebraucht. Ja, Anna, vielleicht, wenn ich noch 10 Minuten mache, werden es 1000. Aber das ist auch okay. Ja, das kann auch noch warten. Ja, manchmal kann man auch auf schöne Sachen warten. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Danke für fast 1000 Likes, ja. Also das ist Wahnsinn. Absoluter neuer Rekord. Ja, wenn ihr ein bisschen später dazugekommen seid, schaut euch das Video nochmal an. Ne? Ich lade das jetzt sofort hoch. Und genau, an alle Mitglieder, wir sehen uns Donnerstag. Ja, schaut morgen in die Gruppe rein. Es geht um die mündliche Prüfung. Ne? Wir werden ein paar von euch auswählen für die mündliche Prüfung. Dass wir das einmal zusammen simulieren. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche morgen. Und wir sehen uns in 2 Wochen hier am Sonntag wieder. Also Leute, macht's gut, bis dann. Vielen Dank für alles und tschüss.